In der Schönbrunner Straße 111 wartet ein heruntergekommenes Haus auf seinen Umbau. Bis dahin hat sich ein Verein dem Gebäude angenommen. Trust 111 ist ein Pilotprojekt für Zwischennutzung. So bieten die Räumlichkeiten bis Ende des Jahres Platz für Künstlerateliers, eine Bar, ein Gasthaus und vieles mehr. Mich freut es, dass es genutzt werden kann. Mich freut es, dass so viel Kreativität da hineingebracht wurde. Mich freut es, dass andere eine Freude haben. Aber ja, zufrieden wäre vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Für mich ist es ein Plus, dass wenigstens die Betriebskosten hereinkommen. Es war die Überlegung, das Haus zuzusperren, die Betriebskosten zurückzufahren. Und dann haben wir uns halt doch dafür entschieden, zu dieser Variante. Eine spannende Variante. Macht sie etwa eine außergewöhnliche Performance des Art ist Motion Ensembles möglich? Sehr stimmungsvoll zu diesem dunklen Hof, beleuchtet so einzelne Fenster und dann hört man ganz leise Töne. Also das war eine total spannende Atmosphäre. Der Vorarlberger Lukas Böckle wird im Sommer 2013 auf die Schönbrunner Straße 111 aufmerksam. Es war am Anfang, hat man natürlich im Freundeskreis nachgefragt, hat man gesagt, hey, wir hätten hier billige Ateliers. Und alles andere war ein Schneeballeffekt. Ich habe gedacht, diese Thematik von Wohnen wie Franz und Sissi und gleichzeitig auch reflektieren auf das Erbe dieser Generation. Was hat das für Auswirkungen auf Wien und wie nimmt der Wien-Tourist das wahr? Und deswegen ist das hier auch der Sound of Music Salon. So der amerikanische Blick, aber gleichzeitig wieder verändert und die übertriebene Jagd. Orgie da drin und da drin die pinke Verlustierung von Sissi.